Wir fragen euch ja immer, welche Kultur sollen wir gemeinsam mit euch zusammen mit unserer kleinen Serie gemeinsam Gärtnern anbauen? Und auf vielfachen Wunsch ist es diesmal der Bleich- oder Staudensellerie geworden. So, und den haben wir gerade aus deinem Laden geholt. Der ist jetzt nicht von dir. Der ist jetzt nicht. So früh sind wir noch nicht dran, nein. Grundsätzlich, die Pflanze war wesentlich größer. Ne? Das ist ungefähr, ja, mindestens das Doppelte von dem. Aber sehr beliebtes Gemüse. Lässt sich roh essen, ist sehr gesund. Man kann es dünsten, man kann es dünsten, kochen, braten. Smoothie. Für Smoothies, für Säfte. Genau. Und es ist aber nicht, vorweg gesagt, die einfachste Kultur. Fangen wir mal damit an. Wo kommt der Staudensellerie überhaupt her? Das ist der mediterrane Raum. Also allgemein, der Sellerie ist ja eine ganze Gattung. Und es gibt drei hauptsächliche Kulturformen. Das ist einmal den Knollensellerie, den kennt man. Das ist dann der Staudensellerie, der bildet keine Knollen. Und dann gibt es noch den Schnittsellerie, der ist jetzt etwas größer als die Jungpflanzen, bleibt relativ niedrig. Den kann man dann immer beernten als, ja, für die Blätter, wie Petersilie. So, genau, ja, für Suppen und sowas. Aroma halt. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Wildformen, die aber eigentlich nicht in der Küche verwendet werden. So, kommt aus dem mediterranen Raum und da aus den Küstenregionen. Und wenn man so ein bisschen recherchiert, du weißt das ja eh, Sellerie ist ein Ultra-Starkzehrer. Der braucht so viel Dünger. Richtig. Hauptfehler. Wenn der da, also der Fehler wäre, zu wenig Dünger zu geben, ne? Richtig. Aber wenn der da am Strand wächst, mediterrane, steiniges, das ist doch ein magerer Boden. Der ist gar nicht so mager da, das ist eher ein bisschen halt die Trockenheit und dadurch wächst da nicht so viel und man meint, das wäre nährstoffarmer, magerer Boden, dem ist gar nicht so. Oder meinst du, die Kulturformen brauchen dann noch mal mehr? Das ist die andere Geschichte. Die Kulturform, die ist ja nun, unterscheidet sich ja deutlich in Wachstumsstärke, in dem, was nachher an Ertrag da ist von der Wildform. Und deshalb braucht er auch viel mehr. Mhm. Fangen wir mal mit dem ersten Schritt an und das ist das Ganze auszusäen. Wir haben das eben schon gemacht, was sollen wir euch zeigen, wie man den Samen da in den Boden steckt. Hier einige vorbereitete Presstöpfe. Das sind unsere Presstöpfchen, ja. Samen da rein, ein bisschen Sand. Ganz leicht nur. Ganz leicht, weil es ist ein Lichtkeimer, ne? Richtig. Und das heißt, ja, muss nicht viel drüber. Die Frage taucht häufiger schon mal auf, warum macht man das überhaupt mit dem Sand? Ist das jetzt nur bei Lichtkeimen? Das hat auch noch andere Gründe, oder? Ja, ist ja so, wenn ich jetzt nur oben drauf lege, das Samenkorn, das kann ich mit Portolack machen, der hält das aus, das ist ja ein Sukkulente letztendlich, aber bei den meisten anderen Sachen, auch wenn es Lichtkeimer sind, die brauchen ja irgendwie einen Bodenschluss, damit die Feuchtigkeit an das Samenkorn kommt und damit es nicht bei der ersten Gelegenheit gleich austrocknet. Und dann streut man so ganz dünn ein bisschen Sand drüber. Wir haben hier Vermiculit drüber. Das hält halt oder zieht die Feuchtigkeit aus dem Boden rauf bis ans Samenkorn ran. Und lässt je nachdem Licht an das Samenkorn ran. Licht kommt noch durch. Man könnte auch ganz dünn Erde streuen, aber Erde ist natürlich schwierig zu streuen. Ja. Das ist so gleichmäßig. Das kann man mit Sand oder Vermiculit viel leichter. Und was ich schon mal gehört habe, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, bei Chilis und so machen die Leute das, weil Trauermücken wohl nicht die Eier in den Sand reinlegen. Das ist richtig. Die haben da irgendwie ein bisschen Probleme. Die wollen halt ein weiches Substrat, am liebsten ein humoses Substrat. Und wenn da eine Sandschicht drauf ist, dann würde aber das jetzt nicht reichen, was wir hier haben. Dann legen die Eier nicht rein. Gut, jetzt ist der Samen einmal drin. Es ist angewässert, Sand drüber, umgekehrter Reihenfolge. Nächster Fehler wäre, man ist zu ungeduldig, weil von dem hier, Samen in Boden, bis zu diesem Jungpflanzenstadium, 4-5 Wochen? Mehr. Mehr? 8 Wochen, 10 Wochen. Also es geht relativ langsam. Ja. Ist natürlich auch eine Frage der Temperatur. Also die mögen es warm, im Gegensatz zu anderen Sachen. Sie brauchen es sogar warm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil sonst die Vernalisation eintritt. Das heißt also eine Blüteninduktion aufgrund der Kälte. Da sind erstmal so die ganz kleinen Pflänzchen noch unempfindlich gegen. Bei der Zuckerrübe hat man das gleiche Problem, deshalb darf die auch nicht zu früh gesät werden. Wenn es dann noch mal kalt wird, dann hat man auf einmal diese
vereinzelten Blüten in den Zuckerrüben drin. Hier würde genau das Gleiche passieren. Bei Petersilie genau das Gleiche. Möhren. Im zweiten Jahr blühen die Teile. Das ist ja der normale Lebenszyklus. Im ersten Jahr das Grünzeug wachsen, die Knolle oder was auch immer. Im zweiten Jahr blühen. Wenn diese Vernalisation eintritt, dann blühen sie im ersten Jahr. Richtig. Also okay. Wenn es dann später nochmal kalt wird, später im Jahr. Bei der Petersilie haben wir das schon gehabt. Die Krause ist nicht ganz so empfindlich. Das ist ja eher so eine Sorte hier aus der Region. Glatte Petersilie ist ja Gigante Italia oder wie sie heißt. Ist ein bisschen mehr Wärme gewöhnt. Wenn wir dann hier im Juni nochmal so kalte Tage haben, kann es sein, dass sie nachher schon blüht. Das heißt also, am besten jetzt Mitte, Ende März aussäen. Wenn ihr ein bisschen später seid, auch nicht so schlimm. Ich meine, die Jahre dauern, bis der erste Frost dauert jetzt immer länger. Die Pflanzen bleiben halt ein bisschen kleiner, aber ihr könnt es trotzdem noch machen. Kein Problem. Also, wenn es später ist, man hat halt nicht beim Knollensellerie dann ganz so dicke Knollen oder hier halt nicht ganz so dicke Stauden, aber funktioniert auch ein bisschen später noch. Okay, so. Aber um euch das mal zu zeigen, haben wir einfach mal so fertige Pflanzen aus dem Blumengroßmarkt mitgebracht. Die solche schönen Dinger hinkriegen. Ja, da arbeiten wir noch dran. Ja. Unsere sind nicht so schön, aber es liegt wohl auch an der Erde. Mhm. Müssen wir mal gucken noch. Aber auch hier Sand drüber. Richtig. So, ungefähr nach 8, je nach Temperatur, 8 bis... Je nach Temperatur, ja. Die sollten dann aber auch im Haus, also nicht wie der Salat, so kühl wie möglich, sondern eher so ein bisschen so 20 Grad vielleicht? Ja, genau, weil sonst bekommen wir langsam Probleme. Also ich denke, in der Größe sind sie schon empfindlich. Mhm. Und wenn sie jetzt Kälte abkriegen, dann gibt es anschließend Blüten. Okay, das wollen wir nicht. So, das ist jetzt erstmal das, was man bei der Aussaat beachten muss. Sich Zeit nehmen und dann geht's weiter. Dann kommen die irgendwann ins Beet. Zeigen wir dann vielleicht noch mal in einem Extrafilm. Aber nächster Fehler, zu dicht. Man könnte sich jetzt denken, okay, ein Staudensellerie, kommt einer, zwei, drei, vier. Nein, da ist ja noch ein bisschen Blattwerk dran. Genau. Also wenn man sie zu dicht setzt, ist die Gefahr, dass die Pflanzen zu feucht werden, sich Pilze bilden. Das ist die eine Sache. Andererseits Konkurrenz um Nährstoff und Licht. Und was man natürlich machen kann, wenn man die jetzt ungefähr, ja, meinst du, so 50 cm? Würde ich schon 50 machen. Und ja, weil die so langsam wachsen, könnte man kleine Salate dazwischen. Irgendwas, was schnell ist als Zwischenkultur. Und wenn die dann relevant groß werden, dann hat man den Salat schon abgeerntet oder einen Kohlrabi dazwischen. Und dann kommen wir direkt wieder zu Fehler 1. Und das, was wir jetzt sagen, kann man bis jetzt auch auf Knollensellerie anwenden. Kann man eigentlich alles übertragen, ja. Kommen wir nochmal zu Fehler Nummer 1. Zu wenig Dünger. Also zu wenig Dünger bewirkt einige Sachen. Erstmal, man hat halt ein sehr langsames Wachstum, aber auch man hat je nachdem hohle Stiele. Was da jetzt die Ursache ist, wie das physiologisch zustande kommt, weiß ich gar nicht, aber das tritt ein, ja. Gut, jetzt wollen die Leute ja, also einige von euch wollen ja immer hören, Brennnesseljauche langt. Du kannst alles mit Brennnesseljauche machen. Wenn man genug davon hat, ja, aber... Und dann müssen wir es aber mehrfach, weil es ein Flüssigdünger also ist. Also in dem Fall würde ich dann ausschließlich mit Brennnesseljauche düngen, um da genug Nährstoffe reinzukriegen. Aber alle zwei Wochen? Fast. Wenn zwei. Nicht sogar jede Woche. Okay, gut, dann machen wir einen Vorschlag für, bleiben wir mal beim organischen Dünger. Man kann es jetzt irgendwas Anorganisches nennen, aber Leute wollen ja organische Sachen wissen, die meisten jedenfalls. Was würdest du vorschlagen? Ja, alle Sorten von Mist können wir vorher schon einarbeiten ins Beet und dann würde ich hier eigentlich auch, sobald sie eine gewisse Größe haben, nochmal wirklich wie so ein Mulchring an Mist drumherum legen, dass sie also wirklich optimalst versorgt sind. Ja, und dann kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Jetzt kommen wir noch abschließend dazu, warum bleicht man die überhaupt? Ja, es sind so, früher hat man es ja auch ganz stark mit Endivien gemacht. Weil es vornehmer war. Ja, also wenn man jetzt einige Jahre zurückgeht oder Jahrzehnte, da waren die Sorten auch noch bitterer, fester, härter. Da hat das Bleichen eben zu einer zarteren Struktur geführt und zu weniger Bitterstoffen. Heute sind die Sorten eigentlich schon weiter durchgezüchtet, dass das nicht mehr ganz so relevant ist. Zarter wird es dadurch auch noch, das ist weiterhin... Also die Fasern, die da drin genau, sind, die sind etwas... Die werden ein bisschen weicher dadurch. Ich bin generell nicht so der Freund vom Bleichen, weil ich immer denke, das Bleichen geht auch auf die Vitamine. Ne? Oder auf den Geschmack. Auf den Geschmack auch. Wird das milder. Ne?
Gut, die Leute, die das Bittere nicht mögen, für die ist es natürlich besser, aber die Bitterstoffe sind ja eigentlich auch eine gesunde Geschichte. Genau. Und jetzt hier die Aromastoffe im Sellerie ja auch. Das ist ja. Ja, wie wird man es machen? Also ich habe es in einem Gärtnerbuch nachgelesen. Pflanze irgendwann, man nimmt euch einfach vom Pappkarton, macht da so einen Kreis drum, bindet es zu und lasst es da ein paar Wochen so stehen, so zwei, drei, und die nachkeimenden Triebe werden dann relativ gleich. Die vorhandenen werden auch, nur die werden wahrscheinlich nicht mehr zarter werden, aber genau. Alles was nachwächst ist dann... Könnt ihr ja mal einen AB-Versuch machen, wenn ihr das denn wirklich nachmachen wollt. Könnten wir auch mal machen, ne? Auch wie sich das dann auf den Geschmack auswirkt. Ja, ich denke, an der Stelle im Jahr kann man auch nicht sehr viel mehr zu dieser Kultur sagen. Deshalb, wir wollen die Filme kurz halten. Das war der Film, wie von euch gewünscht, über den Bleichsellerie. Ich glaube, Fenchel hatten die Leute sich auch gewünscht. Könnten wir auch mal machen. Können wir auch machen. Ja, und wie immer, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, gerne eure Wünsche. Ganz wichtig, empfehlt diesen Kanal weiter und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.